Was ist denn Tage? Bitte nicht in der Schule! In der weißen Leggings. Die Entwicklung zur Frau ein langer, steiniger Weg. Und am Ende dieses steinigen Weges bist du eine Frau. Hurra, mach eine Kerze an! Nein, gibt es ja nicht. Bei uns gibt es keine Entwicklung. Bei uns passiert eine Sache. Genau eine Sache und bam, bist du eine Frau. Du kannst nichts dagegen machen. Bös, Bibi Blocksberg. Bam, zack, bist du eine Frau. Plötzlich hast du Erdbeerwoche. Und das Asoziale ist, du weißt nicht wann. Das ist doch assi. Das ist total gemein. Das ist ja nicht wie so wie bei der Musterung, dass du einen Brief kriegst, so, herzlichen Glückwunsch. Nächste Woche Mittwoch, 1800. Sind Sie eine Frau? Hurra, machen Sie eine Kerze an. Nein, du weißt es nicht. Du hast keine Ahnung. Du merkst nur, irgendwann kommst du in so ein Alter, da benehmen sich Leute komisch um dich rum. Na? Was denn? Na? Was ist los? Und in der Schule hörst du so Gerüchte schon. Hast du gehört? Die Cordula hat ihre Periode gekriegt. Beim Sport. In der weißen Leggings. Das war Albtraum. Boah, das war der absolute Albtraum. Wir haben jeden Tag gebetet. Bitte, lieber Gott, bitte nicht in der Schule. Und bitte nicht, wenn ich eine weiße Jeans anhabe. Aber scheiß 90er, jeden Tag hatte ich eine weiße Jeans an. Und darüber so ein schäbiges Flanellhemd, weil ich dachte, ich sehe aus wie Axl Rose. Yeah. Jeden Tag dachten wir, bitte nicht, das darf niemand mitbekommen, oh mein Gott. Und ich weiß noch, bei meiner besten Freundin hat das ihre kleine Schwester mitbekommen. Und die hat so gefragt, was ist denn Tage? Haben wir dir das erklärt? Die war 5. Und die wusste dann, das ist was ganz Besonderes. Also hat sie ein Bild gemalt für ihre Schwester. Ein Bild von meiner Freundin, wie sie auf einer bunten Blumenwiese steht. Über einer roten Pfütze. Daneben hat sie geschrieben, Lisa hat Tage gekriegt. Cool, ne? Und dann hat sie das von außen an die Haustür gehangen, damit jeder wusste, eine neue Frau ist in der Stadt.